Willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber 2. In der Folge werden wir versuchen, in unserer Städte unten noch weitere Waren zu bringen. Das wird sicherlich nicht nur diese Folge, sondern auch noch ein paar weitere Folgen so passieren. Als erstes würde ich gerne nach Colorado Springs noch die Werkzeuge bringen. Dazu müssten wir in der Stadt dann erstmal ein Gleis für die Werkzeugannahme bauen. Da schauen wir uns mal ganz kurz an, wo die Werkzeuge gebraucht werden. Das wäre auf der linken Seite und sehr passend an diesem Bahnhof. Also konfigurieren wir den erstmal noch ein bisschen um. Jetzt ist die Frage, wollen wir das dieselbe Länge machen? Ich denke ja, das sieht sonst auf die Strecke gesehen sehr kurz aus. So, machen wir das so. Noch ein Gütergebäude. Da reicht ein kleines. Das wir hier direkt daneben bauen. So von der Erreichbarkeit ist er eh ganz gut. Dann müssen wir jetzt die Gleise unten noch anschließen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch diese Kreuzweiche reinbekommen. Ich denke, dass das wieder problematisch wird. Nein, es passt sogar. Dann können wir das hier wegnehmen und die Gleise in diesen Bereich einführen. Stimmt was nicht. Hier ist irgendwas schief gegangen. Da hat man wohl ein bisschen zu kurz abgerissen. So. Noch ein paar Signale. Dann sollte das soweit angeschlossen sein. Und jetzt schauen wir noch mal, dass wir die neue Linie bekommen. Von hier. Und jetzt müssen wir einmal über die ganze Karte. Nein, die Werkzeuge waren auf der anderen Seite. Hier.
Da könnten wir doch auch in ein anderes Gleis fahren, wenn ich das richtig sehe. Kommt er nicht zurück? Gleis 2. Dann müssen wir hier noch... eine Rüberfahrt bauen. Jetzt müsste es passen. Noch will er da nicht zurück. Warum? Ist da noch irgendwo ein Signal? Ja, hier ist noch eins. Und hier ist auch noch eins. Jetzt müsste es passen. Jawohl. So, dann kann er da rüberfahren und den schicken wir in die 1. Und dann können wir jetzt die neue Linie noch beschriften. Das wäre Werkzeug Colorado Springs. Genau. Und jetzt müssen wir uns noch einen Zug kaufen. Da habe ich auch schon haben wir inzwischen schon neue Hänger. Ich kann immer noch 80 nur fahren. Okay, dann bringt das auch nichts. Weil der hat mehr Kraft. Kostet aber auch unendlich viel mehr. Wir nehmen erstmal nur den und das können wir später noch bearbeiten. Mehr würde ich jetzt auch gar nicht machen. Ist natürlich das Problem, wenn der hier parkt und es kommt kein neues. Okay, das müssen wir mal ändern. Also die 1 muss frei bleiben.
Und schönes neues Flugzeug. So, bei dem. Ist die Frage, wir könnten den eigentlich auch einfach erweitern. So. Und dann ziehen wir das hier rüber. Den kürzesten Weg. Und dann könnten wir diese Linie noch verwalten und den nicht auf die 1, sondern auf die 5 schicken. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht hier hinten noch ein bisschen erweitern können. Könnten auch noch eine Menge Holz von hier oben bringen, um die Produktion zu steigern. Könnten wir hier einen Sammelbahnhof machen und das hier anliefern. Müssten dann hier hochfahren. Hier in der Mitte ein Bahnhof und das mit LKWs ranfahren. Dann hätten wir ein riesen Holzdepot im Prinzip. Bräuchten wir einen Güter. ...240er Länge. Ein Stück. Machen wir zweigleisig. Fahren dann hier. Richtig schön durch den Canyon. Fahren ja eh nicht länger als schneller als die 80. Aber wenn den trotzdem wie, dann können wir ein bisschen noch variieren. Fahren hier lang.
Und hier nochmal ein bisschen Schwung und kommt dann. Ja, das ist ein Fahrzeug im schlechten Zustand, darum kümmern wir uns dann. Ja. So, und dann ist das eine ganz entspannte Strecke, die wir dann in der nächsten Folge auch mit Zug besetzen. Ich denke, wir werden sie noch zweigleisig ausbauen. Auf jeden Fall wird das in der nächsten Folge passieren. Insofern, bis dahin, macht's gut. Tschüss.